möchte mal wieder ein Lausbub sein. Und meine Schulfreund wären alle dabei. Da täte ich mit denen Indianerle spielen und mit dem Pfeil noch nach der Spatze zielen. Ich möchte mal wieder ohrreife Äpfel essen und am Abend draußen Karl-May-Bücher lesen und in der Küche Schüssel ausschlecken, der Großmutter ihr Gebiss verstecken. Bei allem Blödsinn wäre ich dabei, ich möchte mal wieder ein Lausbub sein. Ich möchte mal wieder barfuß laufen und mir für 10 Pfennig Bärenfett kaufen. Auf dem Nachbarsbaum drüber Kirschen stänzen und an der Schule Unterricht schwänzen. Ich möchte mal wieder an der Rotum rumdrücken, am Damenbad durch Astlöcher spicken. Ich möchte mir mal wieder Toast verreißen. Ich möchte mal wieder ins Bett springen. Bei allem Blödsinn, da wäre ich dabei. Ich möchte mal wieder ein Lausbub sein. Ich möchte mal wieder mit Rotzbolle schmeißen, der Maikäfer der Kopf abbeißen und der Katz vor unserer Eisertante Hände einen Luftballon an den Schwanz nachbinden. Ich möchte auch mal wieder der Ranze verschlagen, der ganze Geschichtsunterricht rumzorgen und dem Herrn Lehrer einen Hutneibru. Bei allem Blödsinn, da wäre ich dabei. Ich möchte mal wieder ein Lausbub sein. Ich möchte mal wieder im Regen rumwaden und meine Füße im Gilleloch baden. Schlüssellöcher an unsere Schulhaustiere, innen und außen mit Leim verschmieren. Mein weiß Matrosenbliesle anziehen und damit in der frische Kurdreck reinfliegen. Der Nachbars Fritz an der Löffel fassen, zuerst hochheben und da platzen lassen. Oder es könnte auch ein anderer sein, da wäre ich als Lausbub wieder dabei. Eins aber, und da dürft ihr mich nicht auslachen, eins möchte als Lausbub doch nicht mehr machen. Meine Mutter, die möchte nicht mehr so plagen, da wäre ich gewiss nicht mehr so ungezogen. Ich täte helfen, ihr Wäsch aufhängen. Ich täte die Kohle vom Keller aufbringen. Und wenn sie was sagen tät, da tät ich springen. Am Geburtstag möchte sie auch bescheren. Da tät ich einfach mein Sparbüchsle leeren. Noch zum Apotheker laufen und für 50 Pfennig eine Hautcreme kaufen. Und fragt sie mich noch, für was ist denn das Kind? Na, sag ich, für deine abgeschaffte Hand. Komm, Mutter, jetzt wollen wir's gleich ausprobieren. Na, tät ich ihr die Hand mit Hautcreme einschmieren. Und darum nicht wegen dem Blödsinnelei, möchte mal wieder ein Lausbub sein.